Gestärkt durch das heilige Licht und die unauslöschliche Kraft ihrer Überzeugungen, bekämpften die Draenei die teuflische brennende Legion in der Scherbenwelt. Mit dem Sieg über die Legion vollendeten sie ihre verzweifelte Mission, die sie einst nach Azeroth brachte. Obwohl ein paar Draenei in die Scherbenwelt zurückkehrten, um ihrer alten Zuflucht neues Leben zu bringen, schwor der Großteil zu bleiben und seine heilige Pflicht gegenüber der Allianz zu erfüllen. Angetrieben von einer gewaltigen Vision, glaubt der Prophet Velen, dass der große Krieg zwischen Licht und Dunkel naht und dass er vorwiegend in Azeroth ausgefochten werden wird. Als einer von Velens Auserwählten müsst ihr euch dem Schatten stellen und gewährleisten, dass euer Volk für den bevorstehenden Krieg bereit ist. Und damit ganz herzlich willkommen, ihr Lieben, bei World of Warcraft im Startgebiet der Draenei. So, wollen wir doch mal schauen, wo wir hier so sind. Ja, das können wir gleich mal hier, ich mach das mal weg. Wir sind im Ammental, da oben. Azur-Mythos-Insel in Kalimdor. Alles klärchen, haben wir das auch geklärt. Wie immer sind wir nackig im Startgebiet. Okay, wir haben Tierherrschaft. Okay. Ich hatte eigentlich immer Treffsicherheit beim Jäger. Muss mir das irgendwie zu denken geben oder so? Treffsicherheit? Ja, okay. Kann ich aber nicht. Okay, kann ich nicht. Na gut, dann erstmal anscheinend Tierherrschaft. Die Taschen sind wie immer leer. Okay, und hier ist schon die erste Aufgabe für uns. Ich finde diese Gegend wunderhübsch, aber diese Musik, die im Hintergrund läuft, die macht mich immer eher so ein bisschen Lulu. Kann mir ja nicht anders sagen, ne? Aber okay, der Megalon hat die erste Aufgabe. Jeder Tag ist ein Ihr Tag. Habt überlebt. Kümmert euch nicht um meine Wundenschwester. Es ist ein Wunder, dass überhaupt jemand von uns überlebt hat. Ich dachte schon, ihr wärt nicht durchgekommen. Ihr wurdet seit Wochen vermisst. Es ist etwas passiert und die Exoda ist abgestürzt. Viele ließen ihr Leben. Es ist ein Segen, dass ihr noch unter uns weilt. Mit euch an unserer Seite werden wir bald wieder in Sicherheit sein. Proenitus hat mich beauftragt, euch zu ihm zu schicken, sobald ihr erwacht seid. Er wartet außerhalb des Schiffes, südwestlich am Fuße des Hügels auf euch. Okay, alles klar. Ach so, das ist übrigens Philly. Oh, ich bin immer so wahnsinnig kreativ mit Namen, ne? Das ist der Hammer. Und wir haben eine Motte am Start. Motte, du komm mal her. Bei dir wollen wir gleich mal was umstellen. Dich werden wir nämlich umbenennen. Und ich hätte gern, dass du Flatter heißt. Ja. Philly und Flatter. Alles klärchen. So, ich glaube, wir können los. Diverse Einstellungen habe ich schon vorgenommen. Schnell plündern zum Beispiel habe ich schon gemacht. Und meine Leiste da oben immer zentriert. Ich kann es nicht leiden, wenn die immer so in die Ecke da oben gequetscht wird. Ja, ja. So, okay. Da, der Proenitus. Da steht er schon. Ach, stopp mal. Stopp mal, gib mir mal, zeig mir mal, wir brauchen mal ganz kurz. Nee, hier bin ich falsch. Ach, du ahnst es nicht, ey. Das fängt ja wieder super an. Hier will ich doch hin. Ich hätte mal gern keinen Titel. Ich weiß nicht, warum die immer am Anfang hier Titel einblenden. Das könnten sie mal wegpatchen, echt. So, mein Freund. Ende der Legion rückt Philly, näher. Bei meiner ewigen Seele, es tut gut, euch zu sehen. Ich weiß nicht, warum die Exoda abgestürzt ist. Nur diejenigen von uns, die in diesem Teil des Schiffes waren, sind noch am Leben. Uns bleibt nicht viel Zeit, wenn wir so viele wie möglich retten wollen. Gute Gesundheit. Wiederaufladen der Heilkristalle. Unsere dringlichste Sorge ist die Erschöpfung unserer Heilkristalle. Wir müssen sie so schnell wie möglich wieder aufladen. Unglücklicherweise können wir das derzeit nur, indem wir das Blut der einheimischen Talmotten abzapfen. Ihr Blut eignet sich als Ersatzstoff. Man findet die Motten entlang des gesamten Tals, jedoch verstärkt im Nordwesten. Beschafft euch 6 Fiolen. Erinnert okay. euch an die Lehren der Vergangenheit. Das machen wir. Flatter, auf, wie geht's? Auf ins Gefecht. Da ist die erste Motte. Was haben wir denn hier? Cobra-Schuss 40. Oh, Fokus. Jetzt geht das wieder mit dem Fokus hier los, ey. Ein schneller Schuss, der 13 körperlichen Schaden verursacht. Na ja, dann. Hau mal rein hier. Aha. Ah ja. 3. 4. Oh, weia. 4 Schuss für so eine olle Talmotte. Nee, du bist eine Mutation. Dich will ich nicht. Ich will die Motte da. Motte gegen Motte. Los, Flatter.
Gib's ihr. So, da, nächste Motte. Ein Schießkind, um Gottes Willen. Ey, hör doch nicht auf. Hab ich doch nicht gesagt, dass du aufhören sollst. Oh, diese Schmerzen, da liegt einer rum. Die müssen wir bestimmt auch noch heilen. Ich erinnere mich ganz schwach an sowas. Aber okay, mein Gott, ist das Gras hier hoch. Man sieht ja nichts. Aber ich kann mich auch täuschen. Hier wird ja dauernd alles geändert. So. Schabupp. Da, die Talmotte hätte ich ganz gerne. Die sieht so aus, als möchte sie mir unbedingt ihr Blut... Ach, hier ist schon tot. Sag ich ja, sie möchte das. So, 6. Ach, schon fertig. Okay, cool. Flatter, komm. Flatter, wir fliegen zurück. Das ist aber wirklich hier hoch, das Gebüsch, oder? Das war doch früher nicht so. Meine Herren. La, 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 la. So, mein Freund. Ich habe fertig. Möge das Licht euch umarmen. Habt ihr schon das benötigte Mottenblut für die Heilkristalle? Überlebende sind über das gesamte Tal verstreut und die Zeit drängt, meine Liebe. Ja, ja. Wie bedauernswert, dass diese Kreaturen sterben mussten, damit wir überleben können. Wahlloses Töten entspricht nicht dem Weg der Draenei. Wie auch immer, das von euch gesammelte Blut wird unsere Heilkristalle wieder aufladen. Somit war ihr Opfer nicht umsonst. Okay. Und ich kriege Kravum. Super. Und einen Gürtel. Einen Gürtel, den werden wir gleich anziehen. Eilige Lieferung. Da ihr jetzt alles besorgt habt, was zum Wiederaufladen der Heilkristalle benötigt wird, müsst ihr die Fiolen zu unserem Priester Saldun bringen. Er kümmert sich um die Verwundeten innerhalb der zentralen Kammer des Schiffs. Bringt die Fiolensammlung zu Saldun. Okay. Nehmt den Weg. Mach ich. Da ist aber auch noch eine Aufgabe. Die werden wir gleich noch mit annehmen. So eilig kann die Lieferung ja gar nicht sein, ne? So viel Zeit haben wir. Unberechenbare Mutanten. Die verstrahlten Kraftkerne der Exoda haben der Umwelt hier verheerenden Schaden zugefügt. Die deutlichste Auswirkung ist das Auftauchen merkwürdiger Kreaturen, die anscheinend in ihrer Nähe wie Pilze aus dem Boden schießen. Vielleicht gibt es etwas, was wir für sie tun können, aber im Augenblick sind sie einfach zu viele für uns. Ich möchte, dass ihr losgeht und ihre Zahl reduziert. Vielleicht fällt mir danach eine andere Lösung ein. Tötet unberechenbare Mutanten. 8 Stück. Möge eure Familie gesegnet sein. Ja, okay, komm her. Die haben wir doch hier gleich. Guck mal, da ist doch schon mal hier ein Mutant. Dann machen wir den mal um. Vielen Dank. Da unten liegen, da sind ganz, ganz, ganz viele. Go, Flatter, go! Auf sie mit Gebrüll. Nein, da, die Mutation möchte ich haben. Wann kriege ich denn das? Ich sehe das... Ach, jetzt habe ich wieder keinen Fokus. Ah, hier war doch immer die Leiste für die Tiere, wo man die umsteuern konnte. Auf, ne? Wisst ihr, was ich sagen will? Okay, kommt vielleicht irgendwann später. So, da haben wir noch eine Mutation. Och, das mit dem Fokus ist ja wieder doof hier. Fokus finde ich doof. Ich mag eigentlich lieber Mana. Keine Ahnung. Mit Mana habe ich irgendwie nie Probleme. Also jetzt jedenfalls nicht besondere Probleme. Mit Fokus reicht irgendwie immer hinten und vorne nicht. Kann natürlich auch an mir liegen. So. Wie viele brauche ich noch? Oh, ich brauche nur 3 Stück. Okay, cool. Ja, zielen, laden, schießen, Fräulein. Na, okay. Flatter macht den Rest. Da hinten. Du. Der nimmt aber jetzt auch so keinen Schaden. Der Kobra-Schuss hört sich ja so ein bisschen nach Gift an, aber sieht nicht so aus, als ob das noch extra Giftschaden macht. Aber okay. Muss es ja auch nicht. So, okay. Haben wir fertig. Wunderbar. Können wir das doch schon wieder abgeben und dann widmen wir uns der eiligen Lieferung, denke ich. Jetzt schleppe ich diese Blutfiolen mit mir hier rum. Die sind wahrscheinlich schon geronnen. Es tut mir dann leid. Werden wir dann über dem Feuer erwärmen, dann sind die wieder flüssig.
So, mein Freund. Ihr seid fertig. Das sind gute Nachrichten. Hoffentlich finden wir einen Weg, bei dem wir diese mutierten Kreaturen nicht töten müssen. Ich glaube, ich habe einen Plan entwickelt, der uns eine alternative Lösungsmöglichkeit für unsere Probleme bietet. Aber ich werde eure Hilfe brauchen. Der nahegelegene See wurde von einem Energiekristall des Schiffs verseucht. Zahlreiche Pflanzen und Tiere des Ammentals sind deswegen mutiert. Ich habe bereits eine Theorie aufgestellt, wie man den See heilen kann. Allerdings brauche ich Proben von mutierten Wurzelpeitschern für eine Auswertung. Man findet sie im Westen der Ammenfelder. Werdet ihr mir helfen? Sammelt 10 Peitscherproben. Okay, das Such machen wir. Du hast Lichts. Auch was für mich? Botanische Hilfsarbeit. Die Ammenfelder im Westen sind das wichtigste Vermehrungsgebiet der einheimischen Peitscherpopulation. Botanikerin Taeriks befürchtet, dass sich die Peitscher aufgrund des verseuchten Grundwasserspiegels nicht mehr fortpflanzen können, nachdem wir den See gereinigt haben. Geh zu den Ammenfeldern und pflück dort ein paar der verderbten Blumen für mich, damit ich sie untersuchen und sehen kann, was es zu tun gilt. Ihr solltet sie an ihren ungewöhnlichen roten Blüten erkennen. Sammelt 3 Stück. Such den Pfad des Lichts. Okay, aber ich bringe jetzt erstmal bitte doch die Blutprobe weg, weil sonst gerinnt die mir wirklich hinten im Rucksack. Und irgendwie sieht es aus, als hätte ich eine Spitzaxt hinten auf dem Rücken. Ja. Was? Elke Bunny. Bunny. Mann, der Name ist auch cool. Bunny. Bunny und Flutter. Verdammt. Dann fällt mir sowas immer nicht ein. Hier, Saldun, warte mal auf mich. Öffnet euer Herz. Ja, ich habe hier Blut für dich. Gute Arbeit. Das wird die erschöpften Heilkristalle wieder aufladen. Da ihr nun schon einmal hier seid, ich hätte da noch eine Aufgabe für euch. Solltet ihr gewillt sein. Erinnert ja, schau mal an. Rettet die Überlebenden. Jetzt haben wir wieder genügend Heilkristalle, aber sie sind nicht der einzige Weg, wie wir den Verletzten helfen können. Alle Drenai können die Gabe der Naru einsetzen, um sie zu heilen. Ihr müsst den Überlebenden des Absturzes mit dieser Gabe helfen. Die meisten Überlebenden findet ihr im Westen und Nordwesten, aber der Absturz hat uns alle im gesamten Tal verstreut. Die Überlebenden haben sehr unter der Strahlung der Energiekristalle gelitten. Daher solltet ihr sie an dem roten Schein, der sie umgibt, erkennen können. Wir müssen ihnen helfen. Okay, Quest habe ich aber angenommen. Oh, Moment. Da sind noch welche. Die nehmen wir auch mit. Das sieht doch wirklich nach einer Spitzhacke aus, oder? Jetzt mal wirklich. Du, Technikerin, was hast denn du? Möge das Licht euch umarmen. Ersatzteile. Wir konnten einen beschädigten holographischen Emitter nach dem Absturz bergen. Sollten wir ihn reparieren können, besteht die Möglichkeit, dass wir noch andere Überlebende außerhalb des Ammentals finden. Von dem Schiff hätte man einige Apparaturen sichern können, die geeignete Ersatzteile geliefert hätten, aber die heimischen Olkin haben sie verschleppt, bevor wir sie überhaupt erreichen konnten. Philly, ihr müsst ins Nisteldickicht und in die Nistelhügel im Süden gehen und die Ersatzteile zurückholen. Beschafft 4 Ersatzteile. Okay, das machen wir glatt. Und der Verteidiger hat auch noch die was. Die Naru haben uns nicht vergessen. Immunisieren. Zanaa braucht unsere Hilfe, um Teile aus der Exoda zu bergen. Taeriks hat eine Immunisierungsmethode vorbereitet, mit der die Nistel-Olkins behandelt werden können. Sie bewohnen die Gegend, in der die meisten Teile gefunden werden können. Nähert euch den noch nicht verseuchten Biestern und wendet den Kristall auf sie an. Die anderen müsst ihr leider umbringen. Ihr findet sie im Nisteldickicht und bei den Hügeln im Südosten. Okay? Gute Gesundheit, ja? Langes Leben. Gesundheit und langes Leben? Ich gehe aber jetzt erstmal, wir gehen jetzt erstmal darüber. Bevor wir uns den Eulen widmen, schauen wir erstmal, ob wir hier drüben einen Überlebenden finden. Hier, du siehst doch, oh Gott, er ist am Trauern. Ach je, ach guck mal, die haben hier, ach je, die haben hier voll den Friedhof eingerichtet. Das ist ja furchtbar. Friedhof aus Schiffsteilen hier, die Grabsteine oder was ist? Ja, okay. Sagst du auch was? Möge das Licht euch umarmen. Ich hasse Friedhöfe, so viele Tote. Und meine süße Luhana. Oh Gott. Okay. Lassen wir den mal in Ruhe trauern hier. Und kümmern uns um die, die hoffentlich jetzt noch leben. Und nicht schon das Zeitliche gesegnet haben, weil ich hier so rumgegammelt habe. So, was soll ich alle machen? Ich habe schon wieder vergessen. da liegt einer rum.
Der wird jetzt gerettet. Ja, komisch, dass ich nur einen retten soll. Naja, besser als gar keinen. Hier. Bäm. Ha, bin ich gut oder bin ich gut oder was? Wo bin ich? Wer seid ihr? Oh nein, was ist mit dem Schiff passiert? Du bist hier, ich auch. Schiff liegt da in Trümmern. Okay, du schaffst das. So, rote Blumen, blaue Dorn, rote Blumen, blaue Dorn. Alles klar. Einmal. Und die sollten wir, die Wurzelpeitscher, Flatter, go. Die Wurzelpeitscher, ja, ne? Sollten wir doch auch. Ich mach einfach mal um. Ja, mach Flatter, mach's um. Danke. Ja, okay, die sollten wir auch. Hier haben wir noch eine Blume. Die kommt mit. Go, go, Flatter. Ich finde das irgendwie witzig, mit so einem Tier unterwegs zu sein hier. Das ist irgendwie cool. Ist man nicht so allein. So, wo haben wir denn noch? Hier, du. Kriegst erstmal hier Cobra und so. Alter, der Cobra-Schuss. Ey, Alter, wie viel Einschuss Fokus da oben abzieht. Ist ja der Wahnsinn hier. Hier, guckt euch das mal an. Jetzt voll. Fast halb leer. Ich meine, klar, sie hat noch nicht so viel Fokus, aber trotzdem hier. Schaut es euch an. Ist ja furchtbar. Oh, schon wieder Krabum. Es ist ja der Wahnsinn. Blaue Blume, rote Dorn. Alles klar. Hier. Achso, ich sollte nur drei. Okay, Flatter, dann hier die Mutierten und so. Blumen haben wir alle. Und diese Anzeige hier unten ist auch neu. Kann man die abstellen? Ich meine, die stört mich jetzt nicht. Eigentlich ist sie ganz cool, dass es hier unten auch nochmal auftaucht. Aber ich bin halt sowieso daran gewöhnt, da oben hinzuschauen. Aber da hat man sie dann direkt am Charakter. Okay, ich meine, warum nicht? Aber könnte man sie abstellen? Ihr wisst das doch. Ich habe doch hier wieder keine Ahnung. Oh, ich habe was Neues. Und das? Tötungsbefehl. Okay. Gebt eurem Tier den Befehl zu töten. Wodurch es sein Ziel wild anfällt und neuen körperlichen Schaden zufügt. Die Reichweite beträgt 25 Meter. Okay, warte mal, machen wir mal nach vorne. Flatter, go. Aha. Ja, aber... Hä? Habe ich das eben... Ich habe das gedrückt. Aber... Hä? Das war jetzt irgendwie komisch. Sie hat automatisch einen Schuss gemacht. Komm mal her, Flatter, go. Okay. Er rennt los. Nein, er fliegt los. Okay. Okay. Ich bin verwirrt. Noch mehr als sonst. Aber egal. Flatter, go. Was war das denn jetzt? Jetzt macht sie auch noch wildes Kampfgeschrei dabei, oder was? Kostet das Fokus? Ja, 30. Okay. Eieiei. Wir werden hier wieder fürchterliche Fokusprobleme kriegen. Wo rennst denn du hin? Oh. Ich habe die Mutation anvisiert. Warum mache ich denn sowas? Das verstehe ich jetzt nicht. Der war doch viel näher. Hä? Hier, das anvisieren. Flatter, go. Ach, außerhalb... Flatter? Warum? Hallo, Flatter. Was? Flatter ist kaputt. Flatter macht nicht, was er soll. Ich habe doch eben eindeutig den Peitscher anvisiert gehabt. Da, go. Wieso geht Flatter auf die Talmotte? Kann mir das mal bitte jetzt einer erklären? Ihr habt doch gerade gesehen. Flatter. Da. Anvisieren. Go. Jetzt. Hä? Versteht das jetzt bitte mal einer? Und erklärt mir das dann bitte aber auch in kurzen, präzisen Worten? Das wäre sehr nett. Flatter. Du bist aufmüpfig. Von Anfang an schon, ja? Kann das sein? Hm. Vielleicht muss ich mit dir erstmal noch zum Tierlehrer oder so, der dir Benehmen beibringt. Wenn ich sage Peitscher, dann meine ich Peitscher und nicht Mutierte. Häse. Was ist denn hier los? Nein. Okay. Okay. So, hier. Erstmal abgeben und dann werden wir uns da um die Eulen kümmern. Hier ist ja was los. Totale Verwirrung.
Okay, der Zustand aller Proben muss einwandfrei sein, damit wir eine Chance haben, den See zu entseuchen. Okay, hier sind deine Proben. Genau, was ich gebraucht habe, danke. Während ihr unterwegs wart, habe ich bereits meine Ausrüstung aufgebaut, um die Proben auswerten zu können. Ich sollte lediglich ein paar Augenblicke benötigen. Verliert euren Glauben nicht. Die Heilung des Sees. Dem Licht sei Dank, ich glaube, es wird funktionieren. Ich habe einen Wirkstoff, den ihr beim Silberwellensee im Süden einsetzen müsst. Er wird den Effekt des strahlenden Energiekristalls des Schiffs, der hier heruntergestürzt ist, neutralisieren. Schwimmt raus auf den See und verwendet dort den Wirkstoff. Keine Sorge, ihr werdet der Strahlung nicht lange genug ausgesetzt sein, um verseucht zu werden. Aha. Hast du eine Ahnung? Du weißt ja gar nicht, wie ich schwimme, Fräulein. Vielleicht werde ich ewig in dem See brauchen. So, deine Blumen haben wir auch. Das sieht mir nach ein paar guten Exemplaren aus. Danke für eure kleine Hilfsarbeit. Sobald ich Zeit zum Untersuchen der Blumen habe, sollte ich bestimmen können, was es zur Wiederherstellung der Felder bedarf. Nehmt den Weg, den okay. Wege gehen. So, und dann gehen wir auch gleich noch rein und geben das auch ab. Man kann ja immer nicht wissen, ob man hier noch weitere Aufgaben bekommt, die alle in eine Richtung führen. Und dann brauchen wir nicht 300.000 Mal laufen. So, mein Freund, bleib mal hier, bleib hier, bleib bei mir. Dem Licht sei Dank, ihr habt getan, was nur eine wahre Heldin vollbringen kann. Jeder Drehnei, den ihr gerettet habt, verdankt eurer Selbstlosigkeit sein Leben. Ja, es war aber auch nur einer. Bitte nehmt diesen Vorratsbeutel, ihr könnt ihn sicher besser gebrauchen. Dankeschön. Dankeschön, mein Freund. Achso, schon ausgerüstet. Ich könnte eigentlich auch gerade schon mal Schrott verkaufen. Haben wir denn hier mal jemanden hier, Schrott und sein Kind? Wen haben wir denn hier so? Schrott? Irgendein Schrotthändler hier unterwegs? Ach komm schon, irgendein Schrotthändler muss doch hier rumlaufen. Na, hier vorne vielleicht. Du? Ach, du nimmst meinen Schrott. Du nimmst meinen Schrott. Dankeschön, das war's schon. Kurz und schmerzlos. So, wo müssen wir als nächstes hin? Jawohl, erstmal zum See und dann zu den Eulen, ihr Lieben. Aber ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Und bis dahin, eure Trin.